Alright, auf in ein zweites Match gegen Fibbs. Wir kämpfen mit normalen Regeln. Wir haben unser Team jetzt ein bisschen umgeswitcht. Das ein oder andere Pokémon rausgenommen. Und das ein oder andere Pokémon rein. Ich glaube, diese Mega habe ich noch nie gezeigt, weil ich den Megastein noch nicht hatte damals. Ne, gucken wir mal. Alter, jetzt hör mal auf, Mann! Fickt euch mal mit diesem Mewtwo, Mann! Verpisst euch mal! Ich meine, schön, dass du Mewtwo das stärkste Pokémon im Spiel Sefi nennst, aber come on, Bro! Lass diese Drecks-Mewtwos mal zu Hause, Alter. Was ist denn mit euch? Das scheiß Mewtwo geht halt straight durch mein Team durch. Ah, Junge. Ist halt wieder Quatsch. Alright. Das Ding ist, ich will jetzt halt nicht wieder Mega Aerodactyl verwenden müssen, weil wir wieder tryharden müssen gegen Mewtwo. Ich würde halt gerne mal was anderes zeigen. So. Der Fabiz entschuldigt sich auch, auch schon im Chat. So, okay. Wir haben Dynamite gegen Vulnona. Und, ja. Ich gehe straight auf den Steinhagel. Ich glaube nicht, dass ein Vulnona einen Steinhagel von Aerodactyl tankt. Ich bin extra nicht auf die Mega gegangen. Normalerweise kompetitiv hätte ich auf die Mega gehen sollen, müssen. Um das KO zu sichern und um 100% sicher zu gehen, dass ich alles in jeden outspeede, aber da. Geowatz, aha. Und wir verfehlen den Steinhagel. Hey, da bin ich ja froh, dass du nicht drin geblieben bist, Bruder, weil sonst wäre ich schon wieder tilted as fuck gewesen. Alter, heute, ne? By the way, ich habe beim ersten, was war's? Ich glaube Spukball, den ersten Spukball direkt Spätzle Drop bekommen, erster Ice Punch direkt Freeze bekommen. Junge, also heute, ne, erste Steinkante gemisst, zwei von drei Steinkanten gemisst, also es ist ein Graus, Alter. Ein absoluter Graus, der sich heute zugetragen hat. So, hat er Flug-Pokémon? Nein. Er hat kein Pokémon, was Erdbeben immunisiert. Let's go. Let's do it. So, was haut er raus? Steinhagel. Okay, und das reicht natürlich, weil wir sind sehr viel fragiler. Was machen wir denn da? Alright. Dann machen wir doch das doch mal. Scoop! Wir kommen rein mit Gengar. Meine Freunde. Und gehen einfach straight auf den Spukball. Let's do this! Bra! Eins der coolsten Mega-Pokémon, die es gibt. So, das ist ein totes Geowatz. Und das ist unser Mega-Gengar, was awesome aussieht, by the way, von hinten. Let's go, Pikachu und Evoli ist einfach so viel schöner als Uzum, Alter. Alleine was die Thumbnails anbelangt. Du kannst hier so viel coolere, tollere Thumbnails machen als im anderen Spiel. Ich hoffe wirklich, dass sie in Schild und Schwert da ein richtig krasses Update rausballern. So, warte mal, Mewtwo wird wahrscheinlich schneller sein in der Mega. Das heißt, ich verliere hier im Mega-Gengar. Den Speed, ne? Vor allem, wenn er Mega entwickelt, kann er einfach nur auf die Psychokinese gehen. Mega Mewtwo hat, glaube ich, 150 oder 160 Speed. Ja, er ist ein Mega Mewtwo. Warum muss man Mewtwo mitnehmen? Und dann sogar noch in die Mega-Form gehen. Das ist sowas, was ich nicht verstehe. Komm, wenn du schon ein Pokémon wie Mewtwo mitnimmst, dann geh doch wenigstens nicht in die Mega, die das Teil noch viel OP-er machen, als es eh schon ist. So, ja, Slymog ist meine einzige Win-Condition gegen dieses dreckige Mewtwo. Alle anderen Pokémon sterben instant, weil das ist viel zu stark.
Dieses Drecks-Pokémon ist viel zu stark. Vergleich doch nicht Switch mit 3DS-Grafik. Doch, natürlich. Warum soll ich die nicht vergleichen dürfen? Natürlich kann ich die vergleichen. Außerdem geht es nicht mal nur um die Grafik, sondern es geht mehr darum, dass das Spiel hier viel vorzeigbarer ist. Du kannst hier tatsächlich coole Screenshots machen. Und wenn du reinzoomst, dann stirbst du nicht vor Augenkrebs, wie bei fucking Uzum, Alter. So, und jetzt haben wir den Death Drop bekommen. Das heißt, ein weiterer Knirscher wird reichen. Außer die Tarnsteine haben so viel ausgemacht. Nope. Sehr schön. Sehr schön. Relaxo ist weg, Alter. Ohne dein Relaxo sieht's besser aus. So, Arcani. Alright. Tarnstein-Damage. Overload. Tarnsteine sind so stark in diesem Spiel. Was machen wir denn da? Ah. I don't know. Hat er irgendwie... Nee, um ehrlich zu sein, muss ich Bergamot zacken. Erstens hat er Tarnsteine draußen, ich fresse Damage. Zweitens werde ich definitiv nicht mit Faltreigen sweepen gegen keins seiner Pokémon. Er outspeedet mich wahrscheinlich nach zwei Faltreigen noch mit seinem Mega Mewtwo und OKO mich. Und ja, so, Flare Blitz. Er kriegt also Recoil Damage des Todes. Goodbye. Bergamot, es tut mir leid, aber... You are useless. Ich weiß nicht, wer dieses Pokémon als bester Faltereigen-Sweeper im Spiel bezeichnet hat, aber das Ding ist definitiv alles andere als stark. So, wir gehen wieder rein zu Mega Gengar. Aus dieser Range dürfte ein Spukball... Warte mal, eine Match Bomb ist, glaube ich, stärker als Spukball, oder? Kann das sein? Ich glaube, Spukball hatte 90 Stärke, während Spukball, während Match, Matchbomb hat 90 Stärke, während Spukball nur 80 hat. Und das dürfte reichen. Ja. Und das war's mit Arcani. Und somit hat unser Mega Gengar schon den zweiten Kill erhalten. Er ist der Beste, aber auch der Einzige. True. Das ist das Problem, dass es der einzige ist. So, was hat er denn noch? Er hat noch drei Pokémon und zwar Arcani. Nee, warte mal. Hä? Arcani ist doch tot. Warum? Er hat Giflor, er hat... Irgendjemand hat von euch mal gesagt, ey, du kannst einfach vergleichen. Oben, die grau sind, sind tot. Aber das stimmt nicht. Die hat man noch gar nicht... Mewtwo ist noch da, Geowatz ist meines Wissens nach nicht mehr da, Vulnona ist noch da, Giflor ist noch da und Mewtwo ist noch da. Okay. The Unreal Skill, Digga, dankeschön für die Subscription. Herzlichen Dank, my dude. Okay, weißt du was? Ich gehe trotzdem einfach für den Spukball. Ha! Gedankengut! Ha! Bra, 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 bra! Gedankengut mit Mega Mewtwo, Junge. Gedankengut mit Mega Mewtwo, Junge. Und das killt ihn halt leider nicht, ne? Wegen Gedankengut.
Nee, er kann einfach für den Spukball gehen. Er kann safe für den Spukball gehen und killt. Er muss nicht mal für die Psychokinese gehen. Wird er auch nicht machen. Er geht für die Psychokinese, obwohl wir schon mal reingeswitcht sind mit Alola Slimog. Okay. Alles klar. Ja gut, wir haben kein Pokémon, was schneller ist. Weder Melmetal noch Zapdos fressen eine plus 1 Psychokinese von einem Mega Mewtwo Y. Das einzige Pokémon, was überhaupt irgendetwas gegen das Teil machen kann, ist Slimog. Er tankt auf jeden Fall alles außer einem Focus Blast. Kann das Teil nicht Focus Blast hier in dem Spiel? So, ich gehe auf den Gift Heap, weil Wulnona wird davon weggeflext. Das Ding wird auch sterben. Nope, er muss auf den plus 1 Spukball gehen. Und ohne Crit killt das niemals. So, tschüss Mega Mewtwo. Alright. Okay, my boy. Melmetal tankt locker. Never, Junge, never. Auch wenn es resistiert wird. Plus 1 Mega Mewtwo Y. Nie und nimmer. Melmetal hat nicht gute Spätzlefährte. So, Blizzard. Oh, und er verfehlt. Oh. What? Das nennt man Karma. Wobei, ich will nicht zu streng sein. Aber wir haben auch den Steinhagel verfehlt, von daher. Und Steinhagel hat eine höhere Genauigkeit zu treffen. So, jetzt hat er noch Giflor. Giflor wird neutral von Poison Jab und Knirscher gebumst. Knirsch hat allerdings die Chance, Death Drops zu verursachen. Poison Jab kann nicht vergiften, weil Giflor ein Gift-Pokémon ist. Deswegen gehen wir für Knirscher und... Oh, Blättertanz. Aber der Blättertanz reicht nicht. Weil wegen Resistenz. Alter, Alola Slimog ist das stärkste Pokémon im Spiel. Das einzige Pokémon, was gegen Mega Mewtwo irgendwie eine Chance hat. Alter... GG, Fabies, Mann. Fabies? Habe ich das richtig gesagt? Auf jeden Fall, GG. Und Dankeschön fürs Mitmachen, Junge.